Hallöchen, Freunde! Erst einmal liebe Grüße an Tom, Olli, Rika und die Community. Jabadabadu, ich habe es geschafft. Ich konnte mein Spiel Apfelfangen endlich fertigstellen. Das Spiel umfasst jetzt 20 Level, ein freischaltbares Endlosspiel sowie 4 freischaltbare Minispiele. In diesem Minispiel muss die komplette Schokolade gefangen werden, wobei keine Tafel verfehlt werden darf. Es wurde ebenfalls eine einfache Hintergrundmusik sowie Soundeffekte hinzugefügt. Ebenfalls integriert wurde eine Rekordeingabemaske, um sich in der besten Liste verewigen zu können. Um dem Spieler zu zeigen, dass das Körbchen voll ist und in der Kiste entleert werden muss, wurde von mir ein Soundeffekt hinzugefügt. Zum Schluss möchte ich euch noch das Endlosspiel zeigen, welches dem 20. Level des Hauptspieles entspricht. Damit könnt ihr einen kleinen Eindruck erlangen, mit was für Schwierigkeiten und neuen Items ihr im Laufe eines Spiels konfrontiert werdet. Zum Beispiel dem Vogel, dessen Geschenke ihr lieber ausweichen solltet. Unten links seht ihr ein getarntes Schwein, welches euch eure mühsam gesammelten Äpfel klaut. Es gibt neben Turnschuhen, die eure Geschwindigkeit um 10% erhöhen, auch Kaugummi, der eure Geschwindigkeit verringert. Vorsicht vor dem Wurm, welcher euch die gesammelten Äpfel aus dem Körbchen frisst. Natürlich gibt es noch viele Möglichkeiten und Ideen, die man in das Spiel hätte integrieren können. Mir war und ist es allerdings wichtig, erst einmal ein Projekt zu Ende zu bringen, um nicht irgendwann mal die Lust daran zu verlieren. Ich möchte versuchen, Fortschritte zu machen und neue Ideen und Mechaniken in meinen nächsten Projekten zu verwirklichen. Ich hoffe, euch hat mein Beitrag gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Und noch viel Spaß mit den anderen Einsendungen. Tschüss!